Hallo, hier ist der Spielhorst. Wir spielen heute Ark Survival Evolved mit den Hauptmods Eternal und Primal 4 auf dem Final Impact Eternal Primal 4 Cluster. In dieser Folge werde ich mir einen Dämonic Affen zähmen. Diesen werde ich euch dann vorstellen und schließlich auch züchten. Außerdem zähme ich einen Celestial Dino, damit die Kibbelfarm mit Celestial und Dämonic Eiern endlich fertig ist. Ich bin gespannt, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ganz gemütlich natürlich. Wenn es euch gefällt, hey, dann lasst doch ein Abo da. Wir haben doch jetzt davon tatsächlich so ein 280er Mesopithecus, so ein Affen in der Falle. Und wie geil in gelber Farbe. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den auch betäuben kann hier. Ja, das läuft. Das läuft. Wir feuern hier mit einem Scharfschützengewehr mit Primal Infused Toxic Trunk Bullets. Ein paar haben wir noch, aber so viel haben wir nicht mehr. Aber wir sehen es schon, 800.000 und das tickt nach oben. Kibbel haben wir noch keine. Aber schauen wir, jetzt liegt er. So, jetzt erstmal gucken, wie lang der jetzt ohne Torpor zu verlieren oder wann der Torpor verliert, aber ich glaube, das geht. Der verliert jetzt so schnell nicht. So, dreimal Dämonic Kibbel brauchen wir jetzt für den Kollegen. Erstmal vorsichtig um die Ecke gucken. Ja, der hat noch. Und 42 ist das der beste Wert. Ne, der beste Wert ist in Movement Speed 43. 42 in Schaden. So, wir hauen mal den Tame Helper 200 rein. Gucken mal. Oh ja, also der 200er, der wirkt deutlich besser als der 100er. Hat er jetzt schon gut was verloren an Nahrung und jetzt frisst er auch, sage ich euch. Guck mal, einmal gefressen, 47%. Das heißt, das ist unser erster Dämonic hier. Das ist der erste Dämonic, sehr geil. Und wie schön sieht er aus. So, und jetzt machen wir uns da erstmal ein Baby draus. Das heißt, wir brauchen eine Gestation Potion. Gestation Potion rein, zack. Und wo ist der Kurze? Im Terminal oder die Kurze. Das Nachwuchsteil haben wir hier, ist auch ein Weibchen. So, die hat jetzt allerdings erst Level 1. So, das heißt, da wird auf jeden Fall erstmal ausgewachsen. Dann werden die verpaart. Und dann können wir mit dem Nachwuchs auf Jagd gehen. Und dann können wir auch wilde Sau spielen. Und dann würde ich sagen, mache ich das gelbe Weibchen jetzt direkt mal zum gelben Männchen. Dafür brauchen wir unsere Sex Change Potion. Sag und schon ist es ein Männchen. Jetzt würde ich sagen, lassen wir uns aber nicht nehmen, dass ich den trotzdem mal hier vorführe. Also, ist auf jeden Fall sehr, sehr mobil. Kann springen wie ein großer. Und jetzt gucken wir natürlich mal, was er sonst noch kann. Linksklick. Beißen. 17.500. Ist nicht gelevelt, nicht geskillt, nicht geprägt, überhaupt nichts. So, was haben wir auf Rechtsklick? Ah, Rechtsklick wirft er. Und guckt euch das an, was das für ein Bombenwetter ist davon. So, Taste C. Ja, da macht er so ein... Ja, wie nennt man das? So ein Feuer um sich herum. Wir probieren das gerade auch erstmal aus hier. Gehen wir mal zu dem Brachio hier und jetzt Taste C, da kommt das Feuer, 105.000. Taste X noch was? Ne, X kommt nichts mehr. Aber Control X macht das Feuer an. Jetzt haben wir Reiterschutz, das sehen wir unten rechts. Rider Defense und macht auch mehr Schaden dazu. Und machen wir nochmal Rechtsklick, kann man nochmal werfen hier. Zeig mal, wo es einschlägt. Definitiv viel, viel Flächenschaden.
Nuka Dodo hat es auch gerade noch erwischt davon. Das Gute ist, Nuka Dodos können dir damit jetzt nichts mehr tun. Also Nuka Dodos sind mir jetzt egal damit. Da können wir euch noch mal reinballern da. Zack. Das war's. Also das ist schon recht mächtig, sag ich mal. Absolut mächtig. Und da wächst dann halt auch erstmal nicht mehr viel. Und wie gesagt, ungeskillt, ohne alles jetzt hier. Da vorne. Celestial Direbeer. 240. Und was bist du hier hinten? 120, ich nehme den 120er, den frisst nur zwei Kibbel. Also ich probiere es. Oh, jetzt brüllt er. Nee, er versucht's nur. Was wäre es doch, wenn wir den jetzt auch noch klar machen würden? Dann müssen wir jetzt mal Richtung Anflug gehen, da unten ist die Falle. Aber erstmal eine extra Runde drehen, eine kleine. So, und dann geht's. Wird eingelenkt Richtung Falle. Wir müssen noch ein Stück höher. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den richtig reinbringen da. So, und weg. Ist er drin? Er ist drin. Leute, wir haben jetzt hier gerade noch ein Celestial Direbeer in der Falle sitzen. Hoffen wir, dass wir den irgendwie betäuben können, dann können wir nämlich Celestial Eier noch machen. Oh, nimm die Flügel weg. Erwischt einmal. Müssen wir halt gucken, ob der hier bis hier hinterkommt. Oh, geht sich das mit dem Torpe aus, ist die Frage. Ich habe kein Schussfeld mehr hier. Guck nach vorn, bitte. Oh, verfehlt. Jetzt getroffen. Erst 260.000. Nochmal getroffen. Wie viele Patronen sind noch da? 7 Stück. Nicht mehr. Nochmal in den Arsch geballert. Nur noch 2 Patronen. Nur noch eine. Jetzt tickt der Torboy ordentlich hier. Dafür jetzt keine mehr. Müssen wir gucken, ob wir Topo machen hier mit der Rolle. Scheinbar ja. Oder? Es steht zumindest dran, 1,2 von 1,7. Ja, jetzt zeigt sich mal, ob die Falle wirklich gut ist hier. 1,3 von 1,7. 1,4 von 1,7. Und deshalb habe ich gern so ein Elemental Lightning Petri. Okay, so, jetzt liegt er. Jetzt brauchen wir da zweimal Celestial Kibbel. Erstmal vorsichtig um die Ecke gucken hier. Ja, hat noch genug Torbohr. So, da ist er. Das heißt, erstmal Tame Helper rein zweimal. Sieht man auch im Fernglas. 20 Sekunden. Nochmal rein. Da wird es einfach wieder aufgefrischt. Also stackt nicht. Aber das sollte eigentlich schon reichen für die beiden. 50,5% und dann ist er fertig. Der Celestial Direbeer. Und wir brauchen den ja wirklich nur, um hoffentlich Celestial Eier machen zu können.
Ah, schön sieht er aus, oder? So, du kommst mit mir. So, wir versuchen jetzt die Werte vom Männchen auf das Weibchen zu bringen, beziehungsweise die Werte vom Männchen in den Nachkommen zu bringen. Und dann können wir einen weiteren Nachkommen erschaffen, mit dem wir dann spielen können. Beziehungsweise, ja, mit dem wir dann die Zucht starten. Weil wir gehen ja dann auf den Schadenswert, versuchen dann zu züchten. Und wenn wir einen von diesen erstellt haben, mit dem wir dann spielen können, dann werden wir erstmal Prime Blood farmen, dann werden wir einen Harvester bauen. Ja, dann werden wir hier die T2-Bosse machen damit, mit dem Dämonic. Vielleicht machen wir auch gleich die T3-Bosse noch damit. Und dann werden wir auch die Eternal-Bosse machen. Aber wie gesagt, dafür brauchen wir erstmal den Nachwuchs. Kippelfarm haben wir soweit fertig, muss ich sagen. Weil wir haben da jetzt Celestial-Eier drin. Und haben von unserem Dämonik, den wir hier noch stehen haben, den nehmen wir dann auch rein. Dann kriegen wir die Dämonik-Eier rein. Das heißt, das ist erstmal abgehakt soweit. Und dann, ja, dann machen wir weiter, sobald wir hier eine Kreatur erschaffen haben, mit der wir richtig viel Spaß haben können. Ja, das war es auch schon wieder für diese Folge. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Wenn ihr hier mal was Bestimmtes sehen wollt, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare rein. Und wenn ihr mir hier ein Abo dalasst, dann verpasst ihr keins der folgenden Videos mehr. Gemütliche Grüße vom Spielhorst.